So Freunde, willkommen zu diesem Video hier auf dem Zweitkanal. Folgendes, heute mal etwas Neues, Altes. Und zwar habe ich mir immer vorgenommen, in einem Video über einen gewissen Anime zu sprechen, den ihr wahrscheinlich am Titel schon erahnen konntet. Das heißt, hier gibt es keine fancy Edits oder sonstiges. Ich dachte einfach, ich mache auf wirklich 2015er Vibes einfach nur ein Video, wo ich über etwas spreche. Und vielleicht kommt es auf diesem Kanal auch öfter, aber ja, nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin mir noch nicht ganz sicher dabei. Also, Thema heute ist Neon Genesis Evangelion. Und ich weiß, das Ding ist natürlich ein bisschen älter und ich glaube auch gerade in Deutschland durch die ganze Zeit nicht mehr so populär. Aber ich habe doch noch was zu sagen. Für mich ist es selber so ein abschließendes Video zu Evangelion, denn ich bin gerade aktuell am Schnitt von 1 Minute und für die Leute, die Evangelion geschaut haben, die werden wissen, dass das ziemlich schwierig ist, das irgendwie erklärend zusammenzufassen. Aber ich hoffe oder ich denke, dass ich es einigermaßen geschafft habe. Ich wollte trotzdem nochmal über die ganze Serie sprechen und ich habe auch letztens den Rebuild von dem letzten Rebuild-Film 3.0 plus 1.0 geschaut, glaube ich jedenfalls. Und der hat mich tatsächlich sehr bewegt, muss ich sagen. Also der hat mich wirklich emotional berührt. Also no shit. Und fangen wir von Anfang an, um das irgendwie klar zu machen. Evangelion ist ein Titel, der ist wirklich legendär. Also jeder kennt ihn, jeder hat es schon mal gehört. Und als ich dann damals meine Akamega Kills, meine Tokuguls, meine Milanikis, den ganzen Trash geschaut habe, ne, no offense gegen die Serien, aber ihr kennt diese Phase, wo man eine Sache nach der nächsten schaut, habe ich auch immer gedacht, okay, Neon Genesis Evangelion ist so legendary, das muss ich eigentlich auch geschaut haben. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass Eva so ein Anime ist, der erstmal dieses Robot-Ding in den ersten paar Folgen so ein wenig standardmäßig zeigt, um dann später diesen anderen Death Note-mäßigen Plot-Twist rauszuhauen. Und darauf habe ich gewartet. Also ich dachte so, Folge 24, 25 und so weiter und so fort, wird das Ganze getwistet und ich werde voll diesen Mindfuck haben und würde denken, wow, Evangelion ist einfach das absolut krasseste. Ja, war nicht der Fall. Also, ich hasse Evangelion. Und jetzt bleibt ruhig, ich habe Evangelion gehasst, um es mal so zu sagen. Und zwar, ich habe die ersten Folgen geschaut vor 3-4 Jahren oder so. Und, also die ganze erste Staffel. Und ich war geschockt, weil ich dachte mir, that's it? Das ist es? Es ist ja nichts passiert, ich verstehe gar nichts, ich hab nichts verstanden, ich habe den Appeal von dieser Serie nicht verstanden, weil ich nicht rauslesen konnte, was denn so faszinierend an Evangelion sein sollte und ich habe die Story allgemein, also die Hintergründe gar nicht verstanden und dann habe ich mir erstmal 1000 Videos reingezogen und ja, dann habe ich es ein bisschen besser verstanden, aber ich war immer noch so, yo, wo ist denn so das Geile an dieser Serie, was ist denn so krass daran? Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, Monate, vielleicht sogar Jahre später nochmal das Ganze geschaut, also nochmal ein Watch gemacht. Und dann war es ein bisschen besser, ich habe ein bisschen mehr Sachen verstanden. Aber generell war es nicht so, dass ich das wirklich als Serie betiteln würde, die krass war. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich verstanden, dass Evangelion etwas sehr, sehr Eigenes ist und einen besonderen Appeal hat, zu dem ich gleich kommen werde. Aber ich war noch nicht wirklich Fan der Serie. Jetzt habe ich die Serie nochmal geschaut, für Skript von 1 Minute. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber es hat mich, also irgendwas hat Klick gemacht. Irgendwas hat diesmal Klick gemacht, was vorher nicht Klick gemacht hat. Und ich würde sogar sagen, Evangelion ist wahrscheinlich in meinen Top 30 drin, wenn sogar ein bisschen höher gerankt. Weil ich würde schon von mir behaupten, ich meine, erstmal, niemand hat Evangelion verstanden, da fangen wir erstmal an. Aber ich würde schon behaupten, dass ich ein bisschen mehr, dass ich das ein bisschen mehr verstanden habe. Dass ich ein bisschen mehr drin bin, dass ich ein bisschen mehr das Ganze fühlen konnte und vielleicht auch Hintergründe von dieser Serie besser verstehen konnte. Und Hideaki Anno, also der Autor der Serie, ist ein unfassbar genialer Mann, das muss man dazu sagen. Und die Rebuild-Filme, also es gibt nochmal von Evangelion 4 Filme, die Story nochmal recappen, aber an einem Punkt etwas anderes machen und dann quasi zeigen oder ein anderes Ende haben, ne, oder einen anderen Verlauf haben. Und ich muss gerade sagen, der Rebuild-Film, der letzte, der jetzt rauskam, das Ende davon war einer der intensivsten halben Stunden, die ich je erlebt habe. Also ich war wirklich an meinem Bildschirm gefesselt und konnte gar nicht mehr aufhören zu schauen, weil mich das sehr, sehr krass berührt hat. Und ich finde es sowieso heftig, dass Evangelion einer, das ist glaube ich kein Geheimnis, Evangelion ist einer der depressivsten Animes, die es jemals gab, aber die Endmessage sowohl in der OG-Serie als auch in der Rebuild-Serie könnte gar nicht happier sein oder Anno hätte dem Zuschauer gar keine bessere oder freundlichere Nachricht geben können, also um, ihr wisst, ne, Anime kommt, ihr schaut das, dann kommt irgendeine so Message und ihr fühlt das so, sowas halt, ne? Also es ist bei Evangelion der Fall. Und ich möchte kurz was für die Leute, die gar nicht mit Evangelion was anfangen können oder für die Leute, die Evangelion geschaut haben und nicht damit viben, so ein bisschen erklären, wie ich das Ganze sehe oder wie man Evangelion vielleicht besser betrachten sollte. Evangelion hat eine Story, die man nicht versteht, weil First Impact, Second Impact, Main Impact, Dimpact,
was auch immer. Also tausend Sachen, du verstehst gar nichts. Ja? Da musst du wirklich sagen, Evangelion ist eine Serie, da musst du wirklich einen Studiengang für überlegen und das nach und nach verstehen. Ja? Also es ist sehr, sehr schwierig, bei der Hintergrundstory reinzublicken, wenn man das zum ersten Mal schaut oder zum zweiten Mal schaut oder was auch immer. Folgendes. Das ganze Technische, also wo kommen die Evas her, wer ist Adam, wer ist Lilith, was ist der Plan von Gendo, was ist der Plan von hier und da, das müsst ihr an sich alles gar nicht so richtig greifen und verstehen, also jedenfalls nicht erstmal. Also es ist nicht wirklich so wichtig, alles zu verstehen, was die Serie einem präsentiert, weil das ist so gut wie möglich beim ersten Watch, das ist einfach so. Also vielleicht bin ich einfach dumm, aber ich sehe das jedenfalls so, dass man das beim ersten Watch ist es sehr, sehr schwierig, das zu greifen. Für mich geht es in Eva und ich denke hier die Akiano, also der Autor, hat das ähnlich so gemacht. Es geht mehr um die Gefühle der Charaktere und wie realistisch das eigentlich ist. Guck mal, es gibt Mecha-Anime wie Gurren Lagann. Ihr wisst, ich liebe Gurren Lagann und das wird sich nicht ändern. Trotzdem muss man sagen, auch wenn zum Beispiel der Hauptcharakter Simon Phasen hat, wo er ein bisschen down ist, ist es trotzdem noch so ein bisschen Anime-Manime-mäßig. Also, die Charaktere verhalten sich halt wie Anime-Charaktere. Die haben nicht wirklich lange Depressionen, ein paar Worte reichen aus, um sie wieder zu catchen. Und das ist auch alles schön, weil ich meine, solche Motivationsserien braucht man eben auch. Ne? Gurren Lagann ist einer meiner All-Time-Favorites, das wird sich nicht ändern. Aber Mecha-Genres sind immer so gewesen oder meistens so gewesen, dass wir einen Charakter haben, der steuert Robots und egal was passiert, er bleibt immer positiv oder einigermaßen positiv. In Eva ist es so, dass es ziemlich realistisch gehalten ist, dass der Hauptcharakter Shinji sehr oft einen Rückzieher macht vom Pilotendasein des Evangelion und auch sehr, sehr oft eben Depressionen hat, weil er eben sehr, sehr einsam ist. Und das gilt für alle Charaktere. Misator, Asuka, Gendo und so weiter und so fort. Das gilt für alle Charaktere. Es ist sehr, sehr realistisch gehalten. Und natürlich, ich verstehe auch den Vibe, wenn man sagt, hey, ich finde das ein bisschen zu depri, ich brauche diese Depri-Scheiße nicht, das juckt mich nicht. Das verstehe ich auf jeden Fall, weil nicht jeder muss sich sowas geben. Aber diese Character-Study, die Evangelion provided mit den ganzen Charakteren, wenn man sich damit so ein bisschen befasst, ist unglaublich. Also man zieht da echt insane viel draus und das hat mich jetzt bei dem letzten Rebuild-Watch total blöd, weil Shinji ist ein Charakter, der sowas von gehatet wird, weil er weinerlich ist und eine P-Wort ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber dabei wird halt auch vergessen, dass das ein 14-jähriger Schüler ist, der nicht nur die Wahl bekommt, oder mit dem Eva, also mit dem Evangelium, mit dem Roboter, die Welt zu retten, sondern dass er eben auch später die Wahl bekommt, die ganze Menschheit überleben zu lassen oder eben nicht. Also er bekommt eine Sache nach der nächsten reingedrückt, die sein Ego immer mehr kaputt machen und er ist sich auch im Klaren dessen, dass er ein Heuchler ist, weil zum Beispiel ist es halt wahrscheinlich so, dass er innerhalb der ganzen Serie quasi den Heiligen spielt, von wegen, ich opfere mich für die Menschheit und steuere den Evangelion nur für euch, damit ich euch rette, aber tief innen drin weiß er eben, dass er das nur tut, weil er eben Anerkennung sucht von anderen Menschen, also diese Dynamiken sind in der Serie ganz oft vorhanden und das finde ich eben sehr genial, wie organisch und wie krass alles bei Evangelion gemacht ist. Natürlich darf man nicht vergessen, ich finde auch den Vibe der OG-Serie, wie einzelne Cuts gemacht sind, wie es den Zuschauer präsentiert wird, in was für einer Nacktheit, würde ich schon fast sagen, wie brutal das dem Zuschauer präsentiert wird, wenn ein Charakter wirklich so einen richtigen Breakdown hat. Es ist sehr, sehr krass. Und es ist für mich schwierig, in Worte zu fassen, was mir die Serie gegeben hat oder wie ich sie euch schmackhafter machen kann, weil es wird einfach Leute von euch geben, die vielleicht auch nach diesem Video die Serie schauen und die absolut scheiße finden. Das ist eigentlich ganz normal und es wird auch immer Leute geben, die nach ein paar Mal Watchen das immer noch kacke finden, weil es ist einfach, es sind Animes, Boys und Girls, das unterscheidet sich halt von den Geschmäckern. Ja? Trotzdem muss ich sagen, Evangelion hat mich komplett überwältigt und ich habe jetzt erst, das ist eigentlich lustig, also die Serie lief vor 20 Jahren, ich habe sie vor 3-4 Jahren geschaut, ich glaube 3, und ich habe erst jetzt so richtig gecheckt, was sie mir gegeben hat, was die Serie mir gegeben hat, weil das mit das Krasseste ist, wir haben ja Folge 25 und Folge 26, ich gehe jetzt auch übrigens voll Spoiler-Route. Wir haben Folge 25 und Folge 26 und in diesen Folgen sehen wir nur, was innerhalb von Shinjis Kopf passiert. Und diese Folgen wurden von der Community so stark gehatet teilweise, dass der Macher, also Hideaki Anno, Morddrohungen bekommen hat, die er übrigens später dann auch in den Film reingepackt hat, was ein ziemlich krasser Move gewesen ist. Aber er hat Morddrohungen bekommen, weil die Zuschauer das Ende nicht verstanden haben, weil wir nicht gesehen haben, was in der Welt passiert, sondern nur, was in Shinji
Shinjis Kopf passiert. Und das war immer ein Ende für mich, weil es gibt mehrere Enden, die man quasi als Eva-Fan akzeptieren kann. Das war immer ein Ende für mich, was ich enorm scheiße fand, weil ich nicht verstanden habe, was das denn soll, dass wir die ganze Zeit diese Gedanken sehen, wenn man nicht weiß, was außerhalb passiert. Ich muss sagen, mittlerweile ist das mein Lieblingsende geworden, weil, ja, man sieht nicht, was außerhalb passiert, das kann man sich aber jetzt mit den Filmen denken. Und es ist eben so, also, du siehst die ganze Serie lang, wie Shinji immer wieder heult, immer wieder alleine gelassen wird und immer wieder auch heuchlerisch agiert, dass er sich immer als Opfer darstellt, obwohl er quasi das alles nur tut, um eben Anerkennung von diversen Personen zu bekommen. Und in diesem Ende hast du quasi diesen Gedankengang von Shinji und die Conclusion von Eva, also den depressivsten Anime, den ich jedenfalls kenne, die Conclusion von Eva ist einfach, dass Shinji am Ende versteht, dass er lernen muss, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben, weil das Gefühl kann er nicht von jemand anderem bekommen. Er muss erstmal an sich selbst arbeiten, bevor er irgendwie von anderen verlangen kann, dass sie ihn akzeptieren. Und ich finde, diese Message ist sehr, sehr menschlich, sehr, sehr übertragbar, gerade auch auf die heutige Zeit, obwohl Eva 1995 gelaufen ist. Es ist sehr stark, also es ist eine sehr, sehr starke Message. Wir haben dann nochmal das Stachelschwein-Dilemma, was auch in Evangelion angesprochen wird, dass man quasi Stachelschweine hat. Wenn die sich näher kommen wollen, müssen die in Kauf nehmen, verletzt zu werden, wegen eben den Stacheln, ne? Stachelschwein. Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Damit meint man quasi, wenn man als Mensch so etwas wie Liebe erfahren möchte oder einen anderen Menschen näher kommen möchte, dann muss man eben in Kauf nehmen, davon wegen dieser Bindung verletzt zu werden. Und das ist so ein Thema, was in Evangelion sehr stark beinhaltet wird, weil du siehst die ganze Zeit, dass Shinji versucht, anderen Leuten näher zu kommen. Und dann kommt es eben dazu, dass er sich selbst dadurch verletzt, solche Sachen halt. Und die Conclusion von Eva ist am Ende, dass Shinji die Wahl hat, alle Menschen zu einem Wesen werden zu lassen, damit es sowas wie Leid und Schmerz und was auch immer, Trauer, nicht gibt, weil eben alle ein Wesen sind. Oder er entscheidet sich dazu, alle Menschen wieder die Chance zu geben, eigenständig zu leben. Und weil Shinji natürlich zu dem Zeitpunkt an einem ziemlich schwierigen Punkt in seinem Leben ist, will er natürlich, ja, dass alle eins werden. Aber er entscheidet sich nochmal dagegen, weil er durch diese ganzen Gedankengänge verstanden hat, dass auch wenn menschliche Bindungen einzugehen so gefährlich sein kann, in dem Sinne, dass man quasi verletzt werden kann, ist es ihm das wert, weil das sonst keine reellen Bindungen wären. Weil wenn man ein Wesen wäre, dann wäre das nicht das echte Glück, weil es eben nicht andere Menschen gibt, so mit denen man halt Bindungen eingehen kann. Quasi sagt, anno damit, auch wenn es hart und schwer ist und auch wenn man verletzt werden kann, ist es es trotzdem wert, mit Mensch oder Menschen zu vertrauen und auf sie zuzugehen, weil das Leben einigermaßen ausmacht, so ungefähr ist zusammengefasst von Anno. Was ich krass finde, weil Hideaki Anno war selbst jemand, der eine Zeit lang, wie es jedenfalls in verschiedenen Berichten steht, sehr depressiv gewesen ist und dann kam er aus seiner Höhle raus, hat Eva gedroppt, alle dachten, dass er noch depressiver geworden ist und am Ende haut er diese Banger-Message hin, die halt sehr, sehr, sehr positiv ist. Ich meine, es gibt so Sachen wie Naruto, die mich auf einem Level immer wieder treffen, aber Eva ist so ein Ding, was mich wirklich tief getroffen hat, wo man erstmal das Ganze erleben musste, durchleben musste, hassen musste und irgendwann zu der Conclusion kommt, das ist doch irgendwie so ein bisschen true, das kann man doch irgendwie ein bisschen verstehen und ich verstehe so vieles von Eva immer noch nicht. Also es gibt so viele Lücken und dazu muss man sagen, bei Evangelion, ich glaube, es gibt keinen Anime, wo man Handlungen der Charaktere, des Autor, des Studio und der Story auf verschiedene Art und Weisen interpretieren kann. Also es gibt Leute, die interpretieren das Ende von Evangelion als sehr, sehr depressiv, sehr, sehr böse, sehr, sehr traurig. Es gibt Leute, die interpretieren das ganz anders, als sehr, sehr positiv und so eine Message für den Zuschauer, so wie ich eben. Also da gibt es verschiedene Sachen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sachen, wie die Zuschauer einzeln dazu stehen. Manche Leute denken sogar, weil es gab erstmal die Serie Evangelion in 26 Folgen. Ich weiß übrigens nicht, warum ich so gezeigt habe, aber ist egal. Und dann gab es nochmal einen Film, The End of Evangelion. Und dieser Film von End of Evangelion zeigt quasi, was in Folge 25 und 26 passiert ist. Nur eben in Movie-Länge und also Folge 25, 26 ist in Gedanken von Shinji und End of Evangelion ist das, was außerhalb passiert. So kann man sich das denken. Und einige Fans denken, dass Anno, also der Autor, diesen Film nur gedroppt hat, um quasi den Zuschauern einen Stinkefinger zu zeigen, weil dieses Ende sehr, sehr böse sein soll und quasi das darstellt, wie Shinji alles
verkackt und so. Obwohl ich das persönlich, sehe das anders. Ich sehe diesen Film als auch, eigentlich nur als Verlängerung von Folge 25 und 26, wo man zeigt, was außerhalb passiert ist, weil ich finde, erst dadurch konnte ich wirklich greifen und verstehen, was wirklich passiert ist in der Vergangenheit und so. Und die Rebuild-Reihe ist eine, die ich überhaupt nicht mag. Also ich habe die Rebuild-Reihe gehasst, weil ich fand, die Rebuild-Reihe hat Evangelion nur zusammengefasst und hat diese krassen Momente, diese Deep-Momente, diese schlauen Schnitte aus dem Anime nicht übernommen. Und ich fand Rebuild of Evangelion wirkte sehr, sehr standardmäßig an den heutigen Markt angepasst. Weil Evangelion war ein Titel, der sich aufgelehnt hat und quasi mal was anderes gemacht hat als die Formel von den damaligen Anime. Das hat ja auch Sachen wie Code Geass und so weiter und so fort inspiriert, dass die überhaupt irgendwann entstanden sind. Und ich fand, Rebuild of Evangelion war genau das, dieser mediocre Anime. Ich muss aber jetzt sagen, durch den letzten Film habe ich nochmal eine ganz andere Sicht auf Rebuild of Evangelion bekommen. Weil der letzte Film, also das ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie sich Fans fühlen, die über 10 Jahre mit der Serie schon verbracht haben, aber als Fan bist du echt hart gehittet, weil Shinji in diesem Film, also Shinji ist die Hauptperson, weil Shinji in diesem Film wirklich sehr erwachsen wird und reifer wird. Und ich finde, als Zuschauer, der das länger verfolgt, kommt man da so ein bisschen mit Vibe, ne? Was das für ein Ende dann. Also Rebuild of Evangelion sowieso, das Ende ist sehr, sehr, sehr positiv. Also es ist sehr krass. Ja Leute, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob dieses Video irgendwie was bewirkt hat, ob ihr das als Zuschauer von Eva verstehen konntet oder fühlen konntet oder als Zuschauer von nicht von Eva, der das noch nicht geschaut hat. Ich habe keine Ahnung. Das sind einfach wirklich nur meine freien Gedanken gewesen, die ich einfach mal so loswerden wollte. Und ja, keine Ahnung, wenn ihr es gefühlt habt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, wo ich einfach nur über irgendwas rede. Glaubt mir, falls nochmal sowas kommt, wird es nicht so durcheinander wie hier, weil bei Evangelion ist das schon eine ganz schwierige Sache, das irgendwie zu machen. Aber ja, das ist es mal gewesen. Leute, lasst einen Daumen nach oben da und dann auf dem Kanal. Ich bin damit raus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch hören wollt von mir, dass ich ein Rambling-Video komplett in Anime widme. Vielleicht mache ich das dann auch. Ja, ich bin raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, ganz wichtig. Dieses Jahr noch 100.000 Abonnenten auf Luffy, wäre echt killer. Haut rein.